Zum 100. Male jährte sich der Geburtstag des Grafen Zeppelin, dem die deutsche Luftfahrt ihren Weltruf verdankt. Friedrichshafen, die Geburtsstadt deutscher Luftschifffahrt, wo man auf Schritt und Tritt den Spuren des alten Grafen begegnet. Hier im Deutschen Haus wohnte Graf Zeppelin. Hier entstanden seine ersten Luftschiffpläne. So sahen seine ersten Modelle aus. In 3 Jahrzehnten entstand aus bescheidenen Anfängen die heutige Riesenwerft. Leitenden Männer bei einer Generalbesprechung, Dr. Eckener, Dr. Dürr und die Diplom-Ingenieure Erle, Förster, Sturm, Schirmer und Knut Eckener. Hallen und Konstruktionsbüros verwalten viele hunderte fleißiger Hände das geistige Erbe des alten Grafen. Das Grundelement des gesamten Riesengerüstes sind kleine, 30 cm lange und 4 cm breite, aus Duraluminium ausgestanzte Streben. Der Gewichtsersparnis halber werden sie, ohne an Festigkeit zu verlieren, noch gelocht. Für einen modernen Zeppelin sind ungefähr 400.000 Streben erforderlich. Lange Stangen, sogenannte Profile, werden in Nietböcken mit Hilfe der kleinen Streben zu Dreiecksträgern zusammengesetzt, die trotz leichtesten Gewichtes eine unglaubliche Stabilität besitzen. Statistiker haben errechnet, dass sämtliche Dreiecksträger des Luftschiffes aneinandergereiht eine Länge von 22 Kilometern ergeben würden. Jeder einzelne Träger wird genau abgewogen. Ein
Ein riesiger Zirkel, der Kreise bis 21 Meter Radius aufzuzeichnen vermag, reißt die Konturen des geplanten Ringes an. Sorgfältig werden die einzelnen Ringträger zusammengepasst. In der großen Bauhalle, die 250 Meter lang und 60 Meter hoch ist, wird das erste Grundfeld des Luftschiffes zusammengesetzt. Was im Schiffsbau die Kiellegung bedeutet, ist beim Luftschiffbau die Aufhängung dieses ersten Grundfeldes, von dem aus in beiden Längsrichtungen der Zusammenbau des Luftschiffgerüstes vorgenommen wird. Das Grundfeld mit seinem Durchmesser von 41,2 Metern lässt bereits den riesigen mittleren Umfang des neuen Luftschiffes ahnen. Mittels elektrischer Seilwinden wird das Grundfeld in der Mitte der Bauhalle schwebend aufgehängt. Das gesamte Schiff besteht aus 15 Haupt- und 35 Hilfsringen, die in einer gesonderten Ringbauhalle fertiggestellt werden. Annähernd 100 Verspannungsdrähte halten das Ringgefüge zusammen. Auch hier wieder peinlichste Kontrolle gleichmäßiger Verspannung. Der fertige Ring wird für weitere Montage an einem Transportring befestigt. Jetzt folgt die Überführung in die große Bauhalle. Zwischen Seilwinden wird der neue Ring angekippt. Von einer Montagebühne aus wird der Ring am Neubau befestigt.
schwindelfreie Spezialarbeiter leisten hier 40 Meter über dem Erdboden genaueste Wertarbeit. Träger werden angepasst, elektrische Bohrmaschinen surren, Metallsägen kreischen, unzählige Arbeitsgeräusche erfüllen den weiten Raum. Zum Bau eines modernen Luftschiffes sind nicht weniger als etwa 8 Millionen Nieten erforderlich. In der eigentlichen Bauarbeit geht die Forschungsarbeit. Dr. Dürr macht hier am Modell im Windkanal Versuche. Das Aluminiumgerippe wird vor der endgültigen Bespannung mit einem Schutzlack bespritzt. Meister Kugler, ein alter Mitarbeiter des Grafen Zeppelin, prüft einen Knotenpunkt. Der Schiffskörper wird in senkrechter Richtung von 7 Ventilationsschächten durchzogen, von denen 3 später begehbar sind. Wochenlanger Arbeit entsteht die Bugspitze. In den ersten Tagen gleicht sie einem Regenschirmgestell. Nach etwa 6 Wochen hat sie ihre endgültige Gestalt bekommen und ist zum Ankippen an den Schiffskörper fertig. Die Fesselkraft, die die Bugspitze bei der Verankerung auszuüben hat, entspricht einem Gewichtsdruck von 21 Tonnen. Vor dem Heck des Schiffes werden 3 Ringkreuze eingebaut. Diese Stelle des Schiffes ist durch die benachbarten Stabilisierungsflächen, Höhen- und Seitensteuer besonders in Anspruch genommen. Am letzten Ringkreuz wird die 300 Kilogramm schwere Heckspitze befestigt. Sie
27.000 Quadratmeter Baumwollstoff sind zur Bespannung der Außenhülle notwendig. Ein tüchtiger Schneider hat ausgerechnet, dass er aus dieser Stoffmenge 9.000 komplette Herrenanzüge mit doppelten Beinkleidern herstellen könnte. Die einzelnen Felder werden über die Außenträger fest verschnürt. Auf einem besonderen Prüfstand werden die vier je 1000 PS starken Dieselmotoren eingehenden Belastungsproben unterworfen. Die Hülle wird mit einem dreifachen wetterfesten Anstrich versehen, der von Hand aus erfolgt, damit die Zellonmasse in alle Gewebeporen sicher eindringt. Der Luftschiffbau ist zum deutschen Wallfahrtsort geworden. Die am Heck befindlichen beiden Seitenruder werden befestigt. Knut Eckener, der leitende Ingenieur, bespricht die Anordnung der Ruder. Die einzelnen Felder zwischen den Ringen werden mit Netzen bespannt, um den Druck der Auftriebskräfte des Traggases gleichmäßig auf das Gerippe zu verteilen und gleichzeitig einen isolierenden Luftraum zwischen den Gaszellen und der Außenhülle zu erhalten. Die hierfür erforderliche Menge von Ramin-Netzschnur hat eine Gesamtlänge von 160 Kilometern. 2.500 Liter fassenden Tanks für Betriebsstoff. Er wiegt knapp einen halben Zentner.